Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut herzlich gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Die Kirche Gottes feiert dieses Jahr das Pfingstfest am 23. Mai 2010. Nicht unbedingt deshalb, weil meine Frau am gleichen Tag geboren wurde, das ist lediglich ein Zufall. Aber deshalb, weil die Bibel uns vorschreibt, es an diesem Tag zu feiern. Nun, es herrscht sehr viel Verwirrung darüber, wann das Pfingstfest gefeiert werden soll. Und einige feiern es 50 Tage nach Ostern. Nun, in der Tat heißt das Wort Pfingsten der 50. Es ist eine Übersetzung, eine Übertragung des griechischen Wortes Pentakostos oder Pentakoste. Und man soll in der Tat 50 Tage zählen. Aber nicht nach Ostern, denn Ostern wird in der Bibel gar nicht erwähnt. Es geht vielmehr darum, 50 Tage nach einem Ereignis innerhalb der Passawoche zu zählen, der Passawoche, zu der damals Jesus Christus gestorben ist. Und in der Tat soll man 50 Tage zählen. Nun, dieses Jahr sehen wir, dass Ostern und die Passawoche ungefähr an den gleichen Daten gehalten wurden. Und von daher ist auch das Pfingstfest der orthodoxen Kirche ebenfalls am Sonntag, dem 23. Mai, zu halten. Allerdings hat man dann noch einen weiteren Tag hinzugefügt, den Montag. Ich nehme aber nicht unbedingt an, dass dies aufgrund der Bibel oder auf irgendwelcher anderen religiösen Ideen beruht, sondern deshalb, dass man eben der deutschen Bevölkerung einen weiteren freien Tag verschaffen wollte, weil jeder Sonntag ohnehin als ein freier Tag gehalten wird. Aber das ist nicht immer der Fall. Manchmal ist Ostern total an einem anderen Zeitpunkt gehalten, wie das Passa, und dann ist natürlich auch das Pfingstfest, das dann 50 Tage später gehalten wird, an einem anderen Tag zu halten, gemäß der orthodoxen Kirche, als wie es die Bibel vorschreibt. Aber selbst die, die sich auf das Alte Testament stützen, und wie wir noch sehen werden, wird ja dort das Pfingstfest eingeführt und beschrieben, auch die haben da große Unstimmigkeiten. Einige zählen überhaupt nicht. Und die sagen, ja, das Pfingstfest wird immer an dem gleichen Tag gemäß dem hebräischen Kalender gehalten. Aber die Bibel sagt uns eindeutig, dass man das Pfingstfest zählen muss. Man muss von einem Ereignis ausgehend 50 Tage lang zählen, um dann auf das Pfingstfest zu kommen. Andere zählen zwar, aber sie zählen von einem falschen Ereignis ausgehend. Wie wir noch sehen werden, muss das Pfingstfest 50 Tage nach dem Sonntag stattfinden, der sich innerhalb der Tage der ungesäuerten Brote befindet. Nun, ich habe ja bereits schon über das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote Predigten gehalten. Es geht zurück auf den Zeitpunkt in Ägypten, wo der Todesengel durch Ägypten ging, die Erstgeburt schlug. Aber als er dann das Blut an den Pfosten der Israeliten sah, ist er dort nicht hineingegangen, und so wurden die Israeliten von diesem Tode verschont. Und dann sagte Gott, dass sie für 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen sollten, und zwar auch an gedenkend daran, was in Ägypten geschah, weil nämlich die Israeliten keine Zeit hatten, gesäuertes Brot zu backen. Sie mussten ja mit Hast aus Ägypten dann herauswandern. Und wir sehen also, dass Jesus Christus das Passa hielt, und zwar gekreuzigt wurde dann an dem Tag oder dem Nachmittag, der sich vor dem ersten Tag der ungesäuerten Brote befand. Und wie wir noch sehen werden und wie ich das bereits erläutert habe, ist er dann auch auferweckt worden, und zwar nicht an einem Sonntag, sondern an dem Ende des Sabbats, des wöchentlichen Sabbats. Aber gleichwohl hat er etwas sehr Bedeutsames an dem Sonntag, der seiner Auferstehung folgte, getan. Und das geht wieder zurück auf die Ereignisse, die stattfanden im Alten Testament und die eben hindeuteten auf das Pfingstfest. So, mit dieser Einführung möchte ich jetzt mit Ihnen zusammen erst einmal 3. Mose aufschlagen. 3. Mose 23 und angefangen in Vers 9. 3. Mose 23 und angefangen in Vers 9. Und ich lese die Verse 9 bis 16. 3. Mose 23, angefangen in Vers 9. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten und sprich zu ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und es aberntet, so sollt ihr die erste Garbe eurer Ernte zu dem Priester bringen. Vers 11, der soll die Garbe als Schwingopfer schwingen vor dem Herrn. Achten wir auf diese Bezeichnung. Das ist hier das Schwingopfer.
Das musste also erbracht werden vor dem Herrn, dass sie euch wohlgefällig mache. Das soll aber der Priester tun am Tage nach dem Sabbat, also an einem Sonntag. Es wurde also an einem Sonntag das Schwingopfer erbracht. Und ihr sollt am Tage, da eure Garbe geschwungen wird, ein Brandopfer dem Herrn bringen von einem einjährigen Schaf ohne Fehler, samt dem Speisopfer, 2/10 feinstes Mehl mit Öl vermengt, als ein Feueropfer für den Herrn zum lieblichen Geruch, dazu das Trankopfer, eine Viertelkanne Wein. Und alle diese Opfer sind natürlich heute nicht mehr zu halten. Wir verstehen, dass das Opfer Jesu Christi alle diese Opfer abgeschafft hat. Und auch natürlich das Schwingopfer, aber gleichwohl hatte das Schwingopfer eine sehr bedeutsame Bedeutung, möchte ich mal sagen, eine symbolische Bedeutung für das, was Christus nachher tun würde. Vers 14. Und ihr sollt von der neuen Ernte kein Brot, noch geröstete oder frische Körner essen, bis zu dem Tage, da ihr eurem Gott seine Gabe bringt. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, überall, wo ihr wohnt. Nun, halten Sie Ihren Finger hier, jetzt in 3. Mose, aber ich möchte kurz mit Ihnen jetzt Josua Kapitel 5 aufschlagen, um zu sehen, wie diese Anordnung erfüllt wurde, als die Israeliten in das gelobte Land gingen. In Josua Kapitel 5 lesen wir nämlich in Vers 10 und Vers 11. Josua Kapitel 5, die Verse 10 und 11. Und als die Israeliten in Gilgal das Lager aufgeschlagen hatten, hielten sie, schauen Sie, Passa. Am 14. Tag des Monats, am Abend, also zu Beginn des 14. Tages. Die hielten das Passa am 14. Tag des Monats, am Abend, im Jordantal von Jericho. Vers 11. Und aßen vom Getreide des Landes am Tage nach dem Passa. In diesem Jahr hat offensichtlich das Passa an einem Samstag stattgefunden. Es wurde jetzt am Sonntag gegessen. Sie aßen vom Getreide des Landes am Tage nach dem Passa, nämlich ungedörrtes Brot und geröstete Körner. An eben diesem Tage, Vers 12, hörte das Manna auf, weil sie jetzt vom Getreide des Landes aßen. Aber wenn wir jetzt zurückgehen zu 3. Mose, Kapitel 23, in Vers 14, da hieß es ja, ihr sollt von der neuen Ernte kein Brot essen, bis zu dem Tage, da ihr eurem Gott seine Gabe bringt. Also hier wurde das Schwingopfer gebracht und dann aßen die Israeliten von dem Brot an einem Sonntag. Schauen wir uns jetzt 3. Mose 23 in Vers 15 an. Wenn nämlich das Schwingopfer gebracht wurde, was sollte dann geschehen? Vers 15. Danach sollt ihr zählen vom Tage nach dem Sabbat, also von dem Sonntag, da ihr die Garbe als Schwingopfer darbrachtet, 7 ganze Wochen. 7 ganze Wochen, bis zu dem Tage nach dem 7. Sabbat, nämlich 50 Tage, sollt ihr zählen. Und dann ein neues Speiseopfer dem Herrn opfern. Also wir sehen hier, dass man 50 Tage nach dem Sabbat, also an dem Sonntag, der sich innerhalb der Tage der ungesäuerten Brote befindet, zählen muss und kommt dann natürlich wiederum auf einen Sonntag, das Pfingstfest. So sehen wir also, dass das Pfingstfest an einem Sonntag gehalten wird, und zwar 50 Tage nach dem Sonntag, der sich innerhalb der Tage der ungesäuerten Brote befindet. Und wie ich sagte, in diesem Jahre ist das der 23. Mai. Nun, was hat es jetzt mit diesem Schwingopfer auf sich? Dieses Schwingopfer wurde ja an dem Sonntag gebracht, der sich innerhalb der Tage der ungesäuerten Brote befand. Nun, wie ich sagte, war Jesus Christus gekreuzigt worden an einem Mittwoch. Und er war dann für 3 Tage und 3 Nächte im Grabe, für 72 Stunden. Und wurde dann auferweckt, genau nachdem er ins Grab gelegt worden war. Was bedeutet zu Ende des Sabbats? Denn wenn Sie des wöchentlichen Sabbats, denn wenn Sie 72 Stunden von dem Mittwoch, als er gekreuzigt wurde und ins Grab gelegt wurde, zählen, dann kommen Sie natürlich auf den wöchentlichen Sabbat. So ist er also an dem wöchentlichen Sabbat, zu Ende des wöchentlichen Sabbats, auferweckt worden. Aber nun schauen wir uns an, in Johannes Kapitel 20, was geschah, nachdem er auferweckt worden war. Johannes Kapitel 20, und lesen wir Vers 17. Johannes Kapitel 20 und Vers 17. Hier
kommt nämlich jetzt Maria von Magdala oder Maria Magdalena, die jetzt den auferweckten Jesus trifft. Und da spricht Jesus zu ihr in Vers 17, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das geschah zu Anfang des ersten Tages der Woche, mit anderen Worten, als der Sonntag begann. Da sagt Christus, als er jetzt hier Maria Magdalena trifft, rühre mich nicht an, oder wie man es besser übersetzen sollte, halte mich nicht auf, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgefahren. Schauen Sie, das Schwingopfer wurde an diesem Tage erbracht, als eine Opfergabe, die das Volk wohlgefällig machen sollte. Und Christus erfüllte diese Prophezeiung, diese symbolische Bedeutung des Schwingopfers. Er war dieses Schwingopfer, das auffahren würde zum Vater, damit er selbst wohlgefällig entgegengenommen würde, aber auch, dass er durch dieses Opfer das Volk, Sie und mich, wohlgefällig dem Vater gegenüber machen könnte. Denn schauen wir uns an, was dann geschah. In Vers 19, Johannes Kapitel 20 und Vers 19. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite, und da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Und jetzt bleibt Christus bei ihnen. Jetzt war keine Notwendigkeit mehr vorhanden, dass er ihnen sagen musste, haltet mich nicht auf, denn in der Zwischenzeit war er nämlich zum Vater im Himmel aufgefahren, wurde als das Schwingopfer akzeptiert, kam jetzt zurück zur Erde und hat da natürlich für 40 Tage weiterhin bei den Jüngern verkehrt, wie wir das in der Apostelgeschichte lesen, und hat denen dann vom Reich Gottes weitere Botschaften mitgeteilt. Wir finden auch im Buch Lukas, in Kapitel 24, was noch an diesem gleichen Tage, diesem Sonntag, geschah, nachdem Jesus Christus am Samstag gegen Abend, gegen Sonnenuntergang, auferweckt worden war. Lukas Kapitel 24, angefangen in Vers 13. Die berühmte Geschichte der Emmaus-Jünger. Lukas 24, Vers 13. Wann geschah dies? Und siehe, Vers 13, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf. Das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und dann redeten sie miteinander von dem Geschehenen, und dann erschien ihnen Jesus und ging mit denen. Aber sie erkannten ihn nicht. Der auferstandene Christus kam jetzt zu ihnen, wie das Markus-Evangelium sagt, in einer anderen Form. Aber sie erkannten ihn nicht. Und dann kehrten sie ein und dann aßen sie miteinander. Und dann erkannten sie Jesus Christus, dass er es war. Und dann verschwand er vor ihren Augen. Und dann gingen sie zu den anderen Jüngern in Jerusalem und erzählten ihnen von diesen Begebenheiten. Schauen Sie, alles dies war dann auch an dem ersten Tage geschehen, aber da hatte auch keinerlei Notwendigkeit mehr bestanden für Christus, nicht aufgehalten zu werden. Der Grund war, weil er mittlerweile bereits zum Vater im Himmel als die Schwinggabe, dieses Schwingopfer oder wie auch andere Übersetzungen sagen, das Webeopfer, weil er als solches akzeptiert worden war von dem Vater. Und genau 50 Tage später, wie die Bibel es uns sagt, am Pfingstfest wurde dann der Heilige Geist den Jüngern der neutestamentlichen Kirche gegeben. Das Versprechen wurde erfüllt, was Christus sagte, dass eben ihnen gegeben werden würde vom Vater im Himmel. So ist Jesus Christus der Erstling, wie die Bibel das uns auch sagt, der Erstling oder der Erste der Erstlinge. Wir lesen diesen 1. Korintherbrief, Kapitel 15. 1. Korinther, Kapitel 15 und in Vers 20. 1. Korinther, Kapitel 15 und Vers 20. Da beschreibt Paulus die Auferstehungen. Es gibt nämlich mehr als nur eine. Und die erste Auferstehung von den Toten, die zu der Auferstehung in eine Geistwelt führte, jemand, der dann also zu einem Geistwesen wurde,
bezieht sich natürlich auf Jesus Christus. Und so lesen wir in 1. Korinther Kapitel 15 und Vers 20. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Lediglich als Erstling. Und diejenigen, die gestorben sind, die werden ja mit solchen verglichen, die schlafen. Denn die werden aus diesem Schlaf auferweckt werden zu ihrer Zeit. Christus ist also der Erstling, der auferweckt wurde von den Toten, wie man sagen kann, der hineingeboren wurde in das Reich Gottes. Aber er war lediglich der Erste der Erstlinge, der dann zu einem verherrlichten Geistwesen wurde. Und er war ja immer schon ein verherrliches Geistwesen gewesen, bevor er Mensch wurde. Aber als Mensch hat er natürlich seine göttlichen Attribute abgelegt, wurde dann aber wiederum verherrlicht bei der Auferstehung. Interessant ist nun, dass das Pfingstfest auch das Fest der Erstlinge genannt wird in der Bibel. Es gibt da verschiedene Bezeichnungen, die auf das Pfingstfest angewendet werden. Schauen wir uns zunächst einmal 2. Mose Kapitel 23 an. 2. Mose Kapitel 23 und in Vers 16. 2. Mose 23 und Vers 16. Da wird in Vers 15 zunächst einmal wiederum von dem Fest der ungesäuerten Brote gesprochen. Und dann heißt es in Vers 16, und dann sollt ihr halten das Fest der Ernte. Und das Pfingstfest wird auch ein Erntefest genannt, weil nämlich zu dem Zeitpunkt die Weizenernte eingebracht wurde. Das Fest der Ernte der Erstlinge deiner Früchte, die du auf dem Felde gesät hast. Und dann wird in dieser Stelle weiterhin dann auf das Laubhüttenfest eingegangen, das heißt dann das Fest der Lese am Ausgang des Jahres, denn da wurde dann die weitere große Ernte zu Ende des Jahres eingebracht. Aber hier wird von dem Pfingstfest gesprochen und es wird das Fest der Ernte genannt, das Fest der Erstlinge deiner Früchte. In 2. Mose Kapitel 34, Vers 22 wird dann noch eine weitere Namensgebung bezüglich des Pfingstfestes erwähnt. 2. Mose 34 und Vers 22. 2. Mose 34 und Vers 22. Hier heißt es, das Wochenfest sollst du halten mit den Erstlingen der Weizenernte und dann später das Fest der Lese, wenn das Jahr um ist. In meiner Lutherbibel wird hier folgende Anmerkung gebracht. Das Wochenfest, das heißt das Erntefest, das 7 Wochen nach dem Fest der ungesäuerten Brote gehalten wurde. Also die haben das auch genau verstanden, dass man 7 Wochen, 49 Tage später, an dem 50. Tag, das Wochenfest, das Pfingstfest, das Fest der Erstlinge, halten musste. Im 4. Buch Mose lesen wir Kapitel 28. 4. Buch Mose, Kapitel 28 und in Vers 26. Auch hier wiederum wird von dem Pfingstfest gesprochen. Und es wird hier gesagt, am Tage der Erstlinge, wenn ihr das neue Speisopfer dem Herrn geopfert, an eurem Wochenfest, also hier wird das Wochenfest, das Erntefest, das Fest der Erstlinge und das Pfingstfest, wird alles zusammen im gleichen Atemzug genannt, weil es das Gleiche ist. Da soll eine heilige Versammlung sein. Denn der Pfingsttag, das Pfingstfest, ist ja ein jährlicher, heiliger Sabbat. Und da soll, wie auch am wöchentlichen Sabbat, natürlich keine Arbeit getan werden. Und es soll sich versammelt werden. Eine heilige Versammlung soll stattfinden. Und so sagt Gott auch hier, keine Arbeit sollt ihr an diesem Tage tun. Also hier sehen wir verschiedene Schriften, Schriftstellen, die sich auf das Pfingstfest beziehen. Schauen wir uns auch noch kurz eine weitere an, in 5. Buch Mose, Kapitel 16. 5. Buch Mose, Kapitel 16, angefangen in Vers 9. 5. Mose, Kapitel 16, angefangen in Vers 9. Und ich lese die Verse 9 bis 12. Auch hier wiederum im Vers 8 geht es um die Tage der ungesäuerten Brote. Und jetzt Vers 9. 7 Wochen sollst du zählen und damit anfangen, wenn man zuerst die Sichel an die Halme legt,
Vers 10, und sollst das Wochenfest halten, das Pfingstfest, das Fest der Erstlinge, dem Herrn, deinem Gott, und eine freiwillige Gabe deiner Hand geben, je nachdem, wie dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat. Es geht also hier darum, dass an den jährlichen Festtagen der Kirche Gottes eine Spende gegeben werden soll. Und es heißt dann in Vers 11, und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd und der Levit, der in deiner Stadt lebt, der Fremdling, der Waise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, dass sein Name da wohne. Denke daran, dass du Knecht in Ägypten gewesen bist und beachte und halte diese Gebote. Und wir alle waren Knechte im geistlichen Ägypten. Wir alle waren Knechte der Sünde. Und Gott hat uns aus dem geistlichen Ägypten herausgeführt und sagt uns heute, beachte und halte meine Gebote. Und so lesen wir also hier wiederum, dass das Pfingstfest auch mit dem Wochenfest oder dem Fest der Erstlinge identisch ist. Nun, ich habe hier von der Internet ein paar Auszüge gedruckt über den Ursprung des Pfingstfestes und die möchte ich Ihnen kurz einmal vorlesen. Es heißt hier, das christliche Pfingstfest fand nach Apostelgeschichte 2, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, am Fest Shavuot statt. Also das Pfingstfest wird im Hebräischen auch Shavuot genannt. Es heißt, dieses Fest feiert die Offenbarung der Tora an das Volk Israel und gehört zu den Hauptfesten des Judentums. Shavuot bedeutet Wochen und weist mit diesem Namen auf die mit dem 50. Tag vollendeten 7 Wochen nach dem Passafest hin. Bereits aus dieser Tradition stammt der griechische Name Pentecoste, aus dem der deutsche Begriff Pfingsten hervorgegangen ist. Shavuot ist gleichzeitig ein Erntedankfest, da es den Abschluss der mit Passa beginnenden Weizenernte markiert. Es heißt dann Shavuot oder Hebräisch für Wochen, Einzahl Shavuah, Woche, ist das Wochenfest, das circa 7 Wochen bzw. 50 Tage nach dem Passafest gefeiert wird. In der hebräischen Bibel hat das Fest mehrere Namen. Zum einen Wochenfest, dann Fest der Ernte, der Erstfrüchte oder Erstlinge. Mishnah und Talmud kennen das Fest auch als feierliche Versammlung, Atzeret. Die vielen Namen spiegeln die verschiedenen Bedeutungen, die das Fest hat. Das Wochenfest bildet den Abschluss der Frühlingsfeste, zu denen Passa und das Omerzählen gehört, also diese 50 Tage. Lesungen des Buches Ruth. König David, der Urenkel Ruths, wurde der Überlieferung nach am Tage eines Shavuot geboren und starb 70 Jahre später auch an einem solchen Tag. Und die 10 Gebote stehen im Mittelpunkt des Gottesdienstes. Das ist des jüdischen Gottesdienstes. Aber der Grund liegt daran, dass nämlich der Tradition gemäß das Volk Israel die 10 Gebote am Pfingstfest erhielt. Und dann später natürlich erhielt die neutestamentliche Kirche am Pfingstfest den Heiligen Geist, der die Jünger befähigen würde, die 10 Gebote zu halten. Bedeutsam ist, dass das Pfingstfest auch das Fest der Erstlinge genannt wird. Denn wissen Sie, und ich habe dies ja bereits auch in verschiedenen Predigten erwähnt, heute wird nicht die gesamte Menschheit zum Heil berufen, sondern nur sehr wenige. Sondern nur die, die herausgerufen werden aus dieser Welt, die dazu vorherbestimmt wurden, zu diesem Zeitpunkt vor der Wiederkunft Christi berufen zu werden. Und dann sollen natürlich die, die berufen sind, dann auch auf diesen Ruf reagieren und, wie wir gelesen haben, dann die Gebote Gottes halten. Denn die meisten Menschen heute halten natürlich nicht die Gebote Gottes, zumindest nicht alle. So sind wir heute, die wir berufen sind, in diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt zum Heil, die Erstlinge. Und Christus ist der Erste der Erstlinge. Und die Berufenen sind auch Erstlinge und die Bibel zeigt dies deutlich. Schauen wir uns Jakobus Kapitel 1 an. Jakobus Kapitel 1 und lesen wir Vers 18. Wenn Sie also heute berufen sind, die Wahrheit zu erkennen, der Wahrheit zu folgen, dann gehören Sie zu den Erstlingen.
die hier erwähnt werden. Jakobus Kapitel 1 und Vers 18. Da heißt es, er hat uns geboren, besser wäre übersetzt, er hat uns gezeugt. Im Griechischen steht für sowohl gezeugt als auch geboren das griechische Wort genau. Es kann aber eben beides bedeuten. Es kann sogar auch den Prozess bedeuten von Zeugung zur Geburt. Und es kommt immer dann auf den Zusammenhang an, was damit gemeint ist. Wir sind heute, wenn wir den Heiligen Geist Gottes haben, gezeugt worden durch den Geist. Und wir befinden uns jetzt in diesem Prozess hin zur Wiedergeburt, die aber dann stattfinden wird, wenn wir als Geistwesen in das Reich Gottes hinein geboren werden. Die Menschen, die heute meinen, sie seien bereits wiedergeboren, sind es nicht. Sie sind immer noch Fleisch und Blut. Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht ererben. Wir müssen also wiedergeboren werden, aber zunächst einmal wieder gezeugt durch den Heiligen Geist. Und darauf geht hier Jakobus ein, als er sagt in Vers 18, er hat uns gezeugt nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Und so lesen wir auch in Römer Kapitel 8. Und denken wir daran, dass das Pfingstfest, das Fest der Erstlinge, genannt wird. Römer Kapitel 8 und in Vers 23. Römer Kapitel 8 und Vers 23. Es heißt in Vers 22, wir wissen, dass die ganze Schöpfung sich mit uns seufzt und sich ängstigt. Die warten alle auf eine Veränderung. Vers 23. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Sie können sagen, nach der Wiedergeburt, wenn wir wiedergeboren werden als Geistwesen, als Mitglieder der Gottfamilie in das Reich Gottes, in Zeitpunkt unserer Auferstehung oder Verwandlung, wenn wir noch leben sollten, wenn Christus zurückkommt. Und so lesen wir auch im Buch der Offenbarung, im 14. Kapitel und in Vers 4. Offenbarung 14 und Vers 4. Hier werden Christen beschrieben, wahre Christen. Und es heißt, und die sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Nun, das kann sich auf symbolische Frauen beziehen, auf falsche Religion. Es kann sich aber auch natürlich auf rein physische Frauen beziehen. Die haben sich mit denen nicht befleckt. Sie sind jungfräulich. Die folgen dem Lamm, Jesus Christus, nach, wohin es auch geht. Diese sind erkauft aus den Menschen. Schauen Sie, Jesus Christus hat uns gekauft. Wir sind sein Eigentum geworden, dadurch, dass er das Lösegeld sozusagen bezahlt hat. Wir sind ja alle schuldig des Todes geworden durch unsere Sünden. Christus hat die Sünden für uns dadurch bezahlt, dass er für uns gestorben ist. Dass wir dadurch Vergebung unserer Sünden erlangen können. So sind wir erkauft worden. Sein Blut, heißt es, ist der Preis, den er bezahlt hat, um uns zu erkaufen. So sind wir also jetzt erkauft, wie es heißt, aus den Menschen, herausgerufen aus den Menschen, als Erstlinge für Gott und das Lamm. Schauen Sie, die anderen Menschen werden auch noch berufen werden. In der Zukunft, im Zeitpunkt der zweiten Auferstehung, über die ich auch bereits schon geschrieben habe, die in der Offenbarung beschrieben wird, aber eben nicht jetzt. Diejenigen, die heute berufen sind, die berufen sind vor der Wiederkunft Christi, sind Erstlinge. Und das Pfingstfest ist das Fest der Erstlinge. Es gibt noch weitere Stellen, die dies beweisen. Kehren wir zu Römer Kapitel 16 zurück. Römer Kapitel 16 und Vers 5. Römer Kapitel 16 und Vers 5. Da sagt Paulus, grüßt auch die Gemeinde in ihrem Hause, grüßt Epänetus, meinen Lieben, der aus der Provinz Asien der Erstling für Christus ist. Er war also scheinbar der Erste, der in der Provinz Asien gezeugt wurde durch den Geist. Und wir finden eine weitere Stelle im 1. Korintherbrief, in Kapitel 16. 1. Korinther 16 und in Vers 15. 1. Korinther 16 und Vers 15. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas,
dass sie die Erstlinge in Achaia sind und haben sich selbst bereitgestellt zum Dienst für die Heiligen. Also auch hier wiederum finden wir die Beschreibung wahrer Christen als solche, die Erstlinge sind. Nun, mit diesem Hintergrund oder mit dieser weiteren Entwicklung, würde ich einmal sagen, kehren wir zu 3. Mose zurück. Denn da wird nämlich noch mehr gesagt über das Pfingstfest, das Fest der Erstlinge. In 3. Mose Kapitel 23, jetzt die Verse 16 und 17. 3. Mose Kapitel 23, die Verse 16 und 17. Es heißt ja hier, bis zu dem Tage nach dem siebenten Sabbat, nämlich 50 Tage, sollt ihr zählen und dann ein neues Speisopfer dem Herrn opfern, Vers 17. Und ihr sollt aus euren Wohnungen, das findet jetzt also an dem 50. Tag statt, dem Wochenfest, dem Pfingstfest, dem Fest der Erstlinge, nun sollt ihr aus euren Wohnungen zwei Brote bringen als Schwingopfer von zwei Zehnteln feinstem Mehl, gesäuert und gebacken, als Erstlingsgabe für den Herrn. Schauen Sie, hier sollten jetzt zwei Brote geopfert werden als Erstlingsgabe für den Herrn. Aber die sollten gesäuert sein, andeutend, dass sie noch nicht total ohne Sünde waren. Denn in der Bibel wird vielfach Sauerteig als ein Symbol angesehen für Sünde. Wer sind diese zwei Brote symbolisch gesehen? Nun, die Bibel sagt es uns. Schauen wir uns zunächst einmal Galater Kapitel 2 an. Es gibt nämlich im Großen und Ganzen in der Bibel zwei Kategorien von Menschen, von Erstlingen, auf die diese zwei Brote hindeuten. Und so sehen wir auch hier wiederum, wie diese alttestamentlichen Riten symbolische Bedeutung hatten und haben für uns heute. So lesen wir in Galater Kapitel 2 und Vers 7. Galater Kapitel 2 und Vers 7. Paulus spricht hier über seine Bekehrung und seinen Auftrag, den er von Gott erhielt, von Christus. Und er sagt im Gegenteil, da sie sahen, also die Apostel damals, dass mir anvertraut war das Evangelium an die Heiden, so wie Petrus das Evangelium an die Juden. Schauen Sie, ursprünglich bestand die neutestamentliche Kirche lediglich aus Juden. Und es gab da eine große Diskussion, ob man überhaupt Heiden in die Gemeinde hineinlassen dürfe. Und dann sagte man, ja, aber nur dann, wenn sie beschnitten sind. Aber als Petrus durch eine Vision dazu gebracht wurde, zu dem Heiden, dem Nichtjuden Cornelius zu gehen, da machte Gott sehr deutlich, dass er jetzt den Heiligen Geist auch den Heiden gab. Und dann später wurde auch klargestellt, dass es nicht notwendig war, dass sich dann die Heiden beschnitten oder beschneiden lassen mussten, um in die Kirche eingenommen oder eingeführt werden zu können. Es geht also jetzt hier um zwei Kategorien. Zunächst einmal um die aus dem Judentum, den Israeliten, sagen wir einmal. Israel ist ja an sich ein größeres Gebilde, es bezieht sich nicht nur auf die Juden, aber vielfach hat im Neuen Testament Paulus dann mit Juden die gesamten Israeliten gemeint. Und dann aber auch die Nicht-Juden, die Nicht-Israeliten, die Heiden. Sehen Sie, wie die zwei Brote, die zwei Erstlingsbrote, die gesäuert waren, auf diese beiden Kategorien anspielen? Schauen wir uns Apostelgeschichte 10 an. Apostelgeschichte 10 und in Vers 45. Apostelgeschichte 10 und Vers 45. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, die gingen jetzt zu dem Cornelius, Die entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Die Heiden, das zweite der beiden Brote, der Erstlinge. Lesen wir auch in Römer Kapitel 15, wie dies von Paulus klargestellt wird, dass jetzt auch die Heiden, also die Nichtjuden, Teil waren und Teil werden würden der Kirche Gottes. Römer Kapitel 15 und Vers 16. Römer Kapitel 15 und Vers 16. Um den Zusammenhang zu sehen, angefangen in Vers 15. Ich habe es aber dennoch gewagt und euch manches geschrieben, um euch zu erinnern, Kraft der Gnade, die mir von Gott gegeben ist,
damit ich ein Diener Christi Jesu unter den Heiden sei, um das Evangelium Gottes priesterlich auszurichten, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Die Heiden würden ein Opfer werden, wie eines der beiden Brote geopfert wurde, und zwar von dem Priester. Und so wurde Paulus hier auch jemand, der einen priesterlichen Dienst ausrichtet. Symbolisch gesehen jetzt, um die Heiden ebenfalls einzuführen in die Kirche Gottes, um aus ihnen ein Opfer zu machen, das Gott wohlgefällig sein würde. Kehren wir zurück zu 3. Mose Kapitel 23. 3. Mose 23 und Vers 20. 3. Mose 23 und Vers 20. Da heißt es, und der Priester, schauen Sie, der Priester soll sie als Schwingopfer schwingen, samt den Erstlingsbroten vor dem Herrn. Und das alles soll als ein Schwingopfer dem Herrn heilig sein und dem Priester gehören. Wir sehen also die beiden symbolischen Bedeutungen, die hier stattfanden. Zunächst einmal, 50 Tage vorher wurde das Schwingopfer gebracht, hinweisend auf Jesus Christus, den Ersten der Erstlinge. Und dann wurden 50 Tage später diese beiden gesäuerten Brote gebracht, diese beiden Erstlingsbrote, hindeutend, dass die neutestamentliche Kirche aus Heiden und Juden bestehen würde, und zwar solchen, die eben in dieser Zeit berufen werden würden als Erstlinge aus dieser Welt. Schauen wir uns jetzt eine Stelle in Johannes Kapitel 20 an, die auch Verwirrung gebracht hat, weil nämlich einige meinen, dass diese Stelle zeigt oder zeigen sollte oder würde, dass die Jünger Jesu bereits vor dem Pfingstfest den Heiligen Geist erhielten. Johannes Kapitel 20 und Vers 22. Wir hatten bereits schon gelesen in Vers 21, dass Christus zu ihnen kam am ersten Tag der Woche. Und dann heißt es in Vers 22, und als er das gesagt hatte, wo er sagte, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Als er das gesagt hatte, da blies er sie an und sprach zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Nun, war das der Zeitpunkt, zu dem die Jünger bereits den Heiligen Geist erhielten? Keineswegs. Denn Christus hatte nämlich deutlich gemacht und würde noch weiterhin deutlich machen, dass sie in Jerusalem bleiben sollten bis zum Pfingstfest, denn dann würde ihnen das Geschenk des Heiligen Geistes gegeben werden. Dies war lediglich eine Ankündigung, eine Erneuerung des Versprechens, das Christus ihnen bereits vorher gegeben hatte, dass sie den Heiligen Geist erhalten würden. Das bedeutet nicht, dass sie zu dem Zeitpunkt den Heiligen Geist erhielten. Dann schauen wir uns an, was geschah in Apostelgeschichte Kapitel 2. Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Apostelgeschichte Kapitel 2 und die Verse 1 bis 4. Als aber der Pfingsttag gekommen war, dieser Pfingsttag, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben, das Fest der Erstlinge, das Wochenfest. Nun, im Griechischen heißt es hier, als aber der Pfingsttag völlig gekommen war. Andeuten, dass hier jetzt die symbolische Bedeutung des Pfingstfestes des Alten Testamentes jetzt in Erfüllung gehen würde. Vielleicht auch andeutend, dass wie auch heute Verwirrung herrscht, wann das Pfingstfest gehalten werden soll. Auch damals bereits schon einige das Pfingstfest zu früh hielten. Und scheinbar sagt Lukas hier, dass der Zeitpunkt gekommen war, als das Pfingstfest nun völlig da war, also nicht zu früh. Als aber der Pfingsttag gekommen war, da waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich, Vers 2, ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen, und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, wer der Heilige Geist. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen. Hier wird uns gesagt, was Zungenrede bedeutet. Es bedeutet, in anderen Sprachen zu sprechen.
Sie sprachen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das war der Zeitpunkt, an dem die Jünger den Heiligen Geist erhielten. Schauen Sie in Apostelgeschichte 1 und Vers 12, hatte Christus ihnen ja Folgendes gesagt. Da heißt es, da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berge, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Denn Christus hatte ihnen gerade gesagt, dass sie den Heiligen Geist erhalten würden zum Pfingstfest. Und dann heißt es in Kapitel 2 und Vers 5, es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Die waren also alle in Jerusalem, als dieses Ereignis stattfand. Und die waren also jetzt Augenzeugen geworden dieses Ereignisses. Und nun erklärt Petrus in seiner Predigt, was geschehen war. In Apostelgeschichte 2, angefangen in Vers 14. Apostelgeschichte 2 und angefangen in Vers 14. Und da trat Petrus auf mit den Elf. Er hob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer, und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, die sprachen jetzt ja in anderen Sprachen, aber diese nicht betrunken, wie ihr meint, es ist doch erst die dritte Stunde des Tages, sondern das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Und dies war jetzt eine Vorerfüllung dessen, was noch in der Endzeit vor der Wiederkunft Christi geschehen wird. Es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen weissagen. Und dann sagt er in Vers 33 in der gleichen Predigt, in Apostelgeschichte 2 und in Vers 33, jetzt spricht er darüber, wie das geschehen ist. Er spricht über Christus, der gekreuzigt wurde. Er spricht über Christus, der auferweckt wurde. Er sagt in Vers 33, da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Und wie gesagt, sie sprachen in anderen Sprachen. Aber wenn man den Heiligen Geist erhält, und wie ich ja bereits dies mehrfach erklärt habe, erhält man den Heiligen Geist nur dann, wenn man seine Sünden erkennt, wenn man seine Sünden bereut, wenn man den Opfertod Jesu Christi für die Vergebung seiner Sünden anerkennt, wenn man an das Evangelium glaubt, wenn man sich taufen lässt von einem wahren Diener Gottes, der einem dann die Hände auflegt, zum Vater bittet um den Empfang des Heiligen Geistes, dann erhält man ihn. In diesem Falle sprachen die Jünger in anderen Sprachen. Aber das ist nicht normalerweise der Fall. Es geschieht dies nur in den wenigsten Fällen. Genau genommen berichtet die Bibel uns nur über drei Augenblicke, wo dies geschehen ist. Aber wie gesagt, zunächst einmal, noch einmal deutlich zu machen, dass es sich bei dem Zungenreden um das Reden mit bekannten Sprachen handelt. Wenn ich zum Beispiel jetzt zu Ihnen in Deutsch spreche, dann können Sie mich verstehen. Wenn ich jetzt zu Ihnen in Englisch sprechen würde, könnten Sie mich vielleicht nicht so gut verstehen. Aber ich kann zum Beispiel in Englisch und in Deutsch sprechen, ich kann aber nicht in Russisch sprechen. Wenn mir aber jetzt der Heilige Geist eingeben würde, in Russisch zu Ihnen zu sprechen, dann würde ich zu Ihnen in einer anderen Sprache sprechen. Das ist mit Zungenreden gemeint. Das Pfingstwunder bezog sich auf das Sprechen und das Hören in anderen Sprachen. Die Jünger sprachen in den Sprachen, die den Menschen vertraut waren, die dort anwesend waren. Und wir lesen Apostelgeschichte 2, die Verse 6 bis 8. Apostelgeschichte 2, die Verse 6 bis 8. Als nun dieses Brausen geschah, da kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber und verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese, die alle, die da reden, aus Galiläa, die können doch unsere Sprache nicht sprechen. Vers 8, wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Schauen Sie, das war Teil des Pfingstwunders. Es ging um existierende Sprachen. Es ging nicht um irgendwelche
erdichteten Sprachen, die also angeblich während dieser Zungenreden, Eskapaden gesprochen werden. Derjenige, der sie spricht, der weiß gar nicht, wovon er überhaupt redet. Das ist totaler Unsinn. Das ist sogar sehr gefährlich. Es gibt dann nur noch zwei weitere Beispiele, wo dies geschah. Zunächst einmal in Apostelgeschichte 10. Die berühmte Stelle, die die Bekehrung des Cornelius und seines Hauses beschreibt. Und da heißt es in Apostelgeschichte 10, die Verse 44 bis 46. Während Petrus noch diese Worte redete, da fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und wie ich schon eben gelesen habe, die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, die entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Vers 46, denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten. Zungen, das gleiche Wort im Griechischen wie für Sprache. Mit anderen Worten, die sprachen jetzt in anderen Sprachen. Das war jetzt ein Beweis, den Gott in diesem Falle hervorgebracht hat, um zu zeigen, dass auch die Heiden teilhaben sollten am Heil. Das war ja vorher noch nicht der Fall gewesen. Gott hat also in diesem spezifischen Fall ein Wunder bewirkt, damit die Juden erkennen sollten, dass Gott die Heiden zur Reue geführt hatte. Und es heißt dann, dass sie in Zungen oder Sprachen redeten und Gott hoch priesen. Und da antwortete Petrus, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir. Das war eine Ausnahmeerscheinung. Normalerweise erhält man den Heiligen Geist nach der Taufe. In diesem Falle hat Gott dieses Wunder bewirkt, um deutlich zu machen, dass er den Heiligen Geist dem Cornelius und seinem Hause gegeben hatte. Aber selbst dann bestand Petrus darauf, dass sie noch getauft wurden. Vers 48, und er befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi, und da baten sie ihn noch einige Tage bei ihm zu bleiben. Und dann gibt es noch eine dritte Stelle. Die einzige Stelle, die noch vom Zungenreden spricht im Hinblick auf die Taufe oder den Erhalt des Heiligen Geistes, und zwar in Apostelgeschichte Kapitel 19. Apostelgeschichte Kapitel 19 und die Verse 1 bis 6. Und da war auch ein Grund dafür vorhanden, warum jetzt die Getauften in Zungen sprachen. Ein ganz besonderer, wichtiger Grund. Apostelgeschichte 19, angefangen Vers 1. Und es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Zu denen sprach er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und sie sprachen zu ihm, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Sie wussten gar nichts von dem Heiligen Geist. Und da fragte er sie, ja, worauf seid ihr denn getauft worden? Und sie antworteten auf die Taufe des Johannes. Schauen Sie, Johannes des Täufers. Und Paulus sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe zur Buße oder der Taufe der Reue. Und dem Volk gesagt, sie sollten an den glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus. Und als Paulus die Hände auf sie legte, da kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Aber bevor er die Hände auf sie legte, tat er noch etwas in Vers 5. Und als sie das hörten, dann ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Schauen Sie, die Taufe des Johannes war nicht genug. Und so hat Paulus sie erneut getauft oder richtig getauft in Jesus Christus hinein, unseren Erlöser, der uns erretten kann von unseren Sünden. Und es heißt dann, nachdem er ihnen die Hände auflegte, dann sprachen sie in anderen Zungen, in anderen Sprachen. Ein Beweis, dass die Taufe Jesu Christi oder in Jesus Christus hinein notwendig ist für unser Heil. Gott wollte das ganz deutlich machen, dass wenn sie auf irgendeine falsche Art getauft worden sind, in irgendetwas Falsches hineingetauft worden sind, in etwas hineingetauft worden sind, was nicht genug ist, sagen wir einmal. Ich meine, es war nicht falsch, dass sie sich von Johannes dem Täufer haben taufen lassen, aber es war eben noch nicht genug. Etwas weiteres war notwendig. Nur dann kann man den Heiligen Geist erlangen. Man muss sich also auf die richtige Art und Weise taufen lassen. Und das sind die einzigen drei Beispiele, die Sie in der Bibel finden werden, wenn jemand den Heiligen Geist erhält, dass er dann auch in Zungensprachen, anderen Sprachen geredet hat. Normalerweise ist das eben nicht der Fall. Nun, ich möchte jetzt kurz beginnen, darauf einzugehen, und werde das in einer weiteren Predigt dann fortführen, was der Heilige Geist ist. Er ist zum Beispiel nicht Gott. Einige meinen, die an die irre Lehre der Dreieinigkeit glauben, dass Gott aus Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist bestünde und dass alle drei Personen seien. Das ist total unrichtig. Gott ist eine Familie.
die Gottfamilie, die aus dem Vater und dem Sohn besteht. Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Sohn. Aber von ihnen ausgeht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist also nicht eine Person oder Gott selbst, sondern eine Kraft, die von Gott ausgeht. Und so lesen wir in der Bibel, dass der Heilige Geist eine Kraft ist. Und das vornehmliche Charakteristikum des Heiligen Geistes ist Kraft. Schauen Sie, mit Gottes Kraft kann man überwinden. Jemand, der noch nicht getauft ist, der aber berufen wurde zu dem Weg des Heils, bei dem arbeitet der Heilige Geist schon mit der Person. Christus sagte, dass der Heilige Geist mit den Jüngern war, aber er würde später in ihnen sein. Denn wir können ja den Heiligen Geist gar nicht erhalten, wenn wir nicht bereits schon Gott gehorchen. Und wir können an und für sich Gott nicht gehorchen, es sei denn, dass der Heilige Geist bereits schon mit uns arbeitet. So ist der Heilige Geist die Kraft Gottes. Und so lesen wir in Jesaja Kapitel 40 und Vers 29, was diese Kraft Gottes bewirkt. Jesaja Kapitel 40 und Vers 29. Da heißt es in Vers 28 zunächst einmal: Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, deswegen heißt unsere Kirche auch die Kirche des ewigen Gottes, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, der wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Er gibt dem, der müde ist, vielleicht Gottes Weg zu gehen, erneute Kraft, dies zu tun. Er gibt dem Unvermögenden, der nicht in der Lage ist, Gottes Gebote zu halten, die Stärke, genug Stärke, das Gesetz zu halten, den Willen Gottes zu tun, den Weg Gottes zu gehen. Wie tut er dies? Dadurch, dass er dem Schwachen, dem Müden, dem Unvermögenden seinen Heiligen Geist der Kraft und der Stärke gibt. Zunächst einmal schauen wir uns Psalm 68 an. Psalm 68 und in Vers 36. Psalm 68 und Vers 36. Da heißt es: Wundersam ist Gott in seinem Heiligtum. Er ist Israels Gott und wir sind heute alle geistliche, geistige Israeliten, wenn wir wahre Christen sind. Er ist also auch unser Gott, wenn wir wahre Christen sind. Er wird dem Volke, dem Volk Gottes, Ihnen und mir, Macht und Kraft geben. Gelobt sei Gott. Schauen Sie, die Kraft, die Macht, die Stärke muss von Gott kommen. Wir alleine sind nicht in der Lage, Gottes Willen zu tun. Aber auch hier wiederum, wie tut er das? Nun in Micha Kapitel 3. Micha Kapitel 3. Und lesen wir zunächst einmal in der Lutherbibel Vers 8. Micha Kapitel 3 und Vers 8. Da schreibt Luther, Micha zitierend: Ich aber bin voll Kraft, voll Geist des Herrn, voll Recht und Stärke, dass ich Jakob seine Übertretung und Israel seine Sünde anzeigen kann. Nun, richtiger übersetzt lautet die Stelle ein wenig anders und ich zitiere jetzt von der Elberfelder Bibel, die Folgendes schreibt: Ich bin mit Kraft erfüllt durch den Geist des Herrn. Ich bin mit Kraft erfüllt durch den Geist des Herrn. Schauen Sie, es war der Geist des Herrn, der Micha die Kraft gab. Schauen wir uns auch in Lukas Kapitel 24 an, was Jesus Christus den Jüngern verkündigte, als er ihnen sagte, ihr sollt warten bis zum Pfingstfest. Und was würde dann geschehen? Lukas Kapitel 24 und Vers 49. Lukas
Lukas Kapitel 24 und Vers 49, da sagt er, siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 1 und in Vers 8. Apostelgeschichte 1 und Vers 8. Da wollten nämlich die Jünger wissen, ob Christus zurückkommen würde zu ihrer Zeit, um das Reich Gottes zu errichten. Und Christus sagte denen ja, es steht euch nicht zu, dies zu wissen, wann das Reich Gottes errichtet werden wird, aber hier ist etwas, was geschehen wird. Apostelgeschichte 1 und Vers 8. Da sagt er, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und was würde diese Kraft tun? Was würde diese Kraft ermöglichen? Und ihr werdet meine Zeugen sein. Selbst in Verfolgung, sie würden natürlich verfolgt werden, dafür, dass sie Zeugnis ablegen würden für Christus. Aber sie würden seine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und bis an das Ende der Erde. Ein Auftrag, der heute nach wie vor besteht für die Kirche Gottes. Das Evangelium vom Reich Gottes, das Evangelium, das Jesus Christus brachte, der ganzen Welt zu einem Zeugnis zu verkünden. Und wir können dies nur dadurch tun, dass Gott uns die Kraft des Heiligen Geistes gibt. Denn auf uns gestellt könnten wir eine solche Aufgabe nie erfüllen. Schauen wir uns in 2. Korinther Kapitel 4 an, was über diese Kraft Gottes, die in uns wohnt, wenn wir wahre Christen sind, wie die beschrieben wird. 2. Korinther Kapitel 4 und Vers 7. 2. Korinther Kapitel 4 und Vers 7. Lesen wir Vers 6 als Einführung. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Schauen Sie, durch uns soll diese Erkenntnis verbreitet werden. Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei. Und nicht von uns. Schauen Sie, wir sind irdene Gefäße, sehr zerbrechliche Gefäße. Und so müssen wir auch immer daran denken, dass wir alle Ehre, allen Dank Gott geben müssen, wenn wir etwas erreichen in diesem Leben, im Werk, im Dienst Gottes. Denn nur durch die Kraft Gottes ist dies möglich. Und so schauen wir uns Epheser Kapitel 3 noch kurz an. Epheser Kapitel 3. Die Verse 20 und 21. Epheser Kapitel 3 und die Verse 20 und 21. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, sie wirkt in uns, weil Gottes Geist in uns wohnt. Dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Auch hier wiederum wird deutlich gemacht, dass wir die Ehre und den Dank Gott geben müssen, dass wir aber natürlich auf der anderen Seite Gott in uns wohnen lassen müssen durch seinen Geist und der Leitung des Geistes folgen müssen. Die Kraft annehmen müssen, die Gott uns schenkt, um seinen Willen zu tun. Ich möchte nun an dieser Stelle abbrechen mit dieser Predigt und werde dann in der nächsten Predigt, im zweiten Teil dieser Serie, dann noch auf weitere Merkmale eingehen des Heiligen Geistes und auch zeigen, wie alles dies im Zusammenhang steht mit dem Pfingstfest, das wir ja dieses Wochenende begehen. Für heute also alles Gute und dies ist Ihr Norbert Link. Für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.